100 Best Goals of the Decade. Hoffentlich ist es nice, Mann. Aber da wird man so Nostalgie bekommen bei so vielen Toren. Pass, Leon. Ja, da sind so viele geile Tore dabei. Das ist alles, Digga. Oh mein Gott. Ja, Forlan war eh so ein geiler Spieler, Mann. Digga. Das Real Talk, daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Pielo, Mann. Daran erinnere ich mich auch noch. Paris war das, ne? Ja. Einfach nur geile Tore. Wann war das? 2018. Kannte ich gar nicht. Kannte ich auch nicht. Forlan soll mal eine Icon-Karte bekommen. Ja, Mann. Ich freue mich so auf die EM, ne? Die EM ist immer so geiles Feeling. Einfach grillen und Fußball schauen. Da! Oder dieses Tor, ne? Wo hat CC vorher gespielt? War das Freiburg? Ja, dieses Tor war so gestört. Freiburg, naja. Zack. Hoffenheim oder nicht? Nee, nee. Das kannte ich, glaube ich, gar nicht. Boah, was? Bei solchen Ecken muss ich immer an Robbens Tor denken, gegen Menu. Das war halt vorher schön gespielt. Die Vorlage. Digga. Das war schon krass. Was? Junge WTF, was hat der Torwart da? Gar keinen Stick gegeben. Neves. Oh, what an incredible goal. Wow. Den hat sich in FIFA ja nie im Pack gefüllt. Schönes Rabona-Tor. Catello, Catello. Boah, das weiß ich noch, Digga. Ich habe Lamela so heftig gefeiert, aber der ist bei Tottenham voll untergegangen. Jetzt ist er ja auch eigentlich nur auf der Bank. Aber der ist auch so ein krasser Spieler eigentlich, wenn er mal sein Potenzial nutzt. Oder entfacht, vielmehr. So ein krasses Rabona-Tor. Kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Suarez ist für mich einfach unsympathisch, Digga. Habe ich gar nichts erkannt. Boah, ein Fallrück. Ja, einfach ein Fallrückzieher von. Wie viele Meter sind das? Digga, was? Ich habe das beim ersten Mal gar nicht erkannt. Einfach Ibrahimovic-Style. Ja, locker 30 Meter, Mann. Genau in den. Falcao. Falcao war auch mal so krass, ne? Wie der Ball geflogen ist. Das weiß ich auch noch. Das ist eigentlich auch so krass, wenn man sich das mal vorstellt, dass De Bruyne einfach so in der Bundesliga gespielt hat, ne? Weil Chelsea den damals nicht haben wollte und er ist jetzt einfach mit einer der allerbesten oder Top 5 beste Mittelfeldspieler auf der Welt. Chelsea und die Transferpolitik, ey. Oder Son bei Hamburg, ja. Kann man machen. Wusste Real Talk gar nicht, dass Inzaghi 2010 noch gespielt hat. Guck mal, Dani Alves auch noch. Das ist...
Boah, Alter. Mann, World Cup 2010 war eh so geil. Wesley Snyder damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber was war das für ein Spiel eigentlich? 2011? Was war das denn für ein Spiel? Ich habe es auf jeden Fall damals auch geguckt. Weil ich Giovanni Dos Santos hatte ich damals immer im Karrieremodus in FIFA. Immer das andere Talent gewesen. World Cup war das. Confederations Cup. Nani war so geil bei Menu damals. Guck dir das an, was der mit den Gegnern gemacht hat. Damals Flügelzange, Nani, CR7. Im Sturm Rooney. Stört. Ja, moin. Anderer Scorpion Kick. Ich höre einfach die Eier zu haben, da so drauf zu halten, Mann. Voll viele Tore aus der MLS, Mann. Ter Stegen. Der spielt da so wie bei mir in FIFA, Mann. Das Tor von Son. Das Solo. Da ist es. Ich schwöre, wie schnell der ist, Mann. Guckt euch das an, Mann. Son ist auch irgendwie herbe sympathisch, ne? Oh, der Freistoß von Çalhanoğlu. Tassos, wie gefällt dir das Tor? Hamburg gegen Dortmund 3-0. Ah ja. Spielt Hamburg nicht in der zweiten Liga? Das will ich mir nochmal angucken. YouTube-Kommentare wieder voll getriggert von den ganzen Dortmund-Fans. Das war auch ein Innenverteidiger, Maxess, oder nicht? Ich erinnere mich an das Tor, aber Maxess war, glaube ich, ein Innenverteidiger. Deswegen war es so krass. Boah, was für ein Strich. Ja, war er. Anderer CR7-Freistoß. Oh, das möchte ich nicht sehen. Können wir das skippen? Boah, Teng, was war da los? Ich schwöre, die ganzen Memes. Diese ganzen Memes davon waren so witzig. Ich komme wieder hin. Da hat's angefangen, dass der scheiße wurde, Mann. Komm wieder hin, Mann. Rafinha da auch noch. Das war auch so geil. Real Rap, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich WM 2010 und WM 2014 viel geilere Feelings als WM 2018. WM 2018 habe ich gar nicht so gefühlt, aber kann auch daran liegen, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist. Aber so 2014 richtig heftig gefühlt und 2010 war auch richtig geil. Ich glaube, aber das liegt gar nicht so extrem daran, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist, ehrlich gesagt. Immer 0-0 Games. Ja, es war auch einfach, es waren nicht so geile Spiele. Digga, damals Deutschland, Brasilien oder da waren so Niederlande, Spanien damals, das waren so geile Games. Ja, WM 2006 war auch geil. Ich freue mich so auf EM. Hoffentlich wird es eine geile EM. Dani Alves, der war auch immer so krass, Mann. Im Klassiko einfach. Mit Albiol, der ist... Nee, Abidal, der ist... Ist Abidal nicht gestorben? Schon, ne? Oder hat er es überlebt? Nee, ist nicht gestorben. Okay, dann ist nice. Ja, ich weiß nicht, wie ich gerade auf Albiol gekommen bin. Hebst überlebt, okay, nice. Ja. Was macht der da mit euch, Juventus? Efrada am Herrennen, der kann gar nicht mehr.
Ich glaube, Bruno Perez war auch so eine OP-Karte in FIFA. Rechtsverteidiger Brasilien war das, glaube ich. Der war in FIFA auch mal so krass. Ja, das war so eine OP-Karte, ne? Rechter Außenverteidiger, genau. Hazard war eh so geil bei Chelsea. Ich finde es so schade, dass er nicht mehr bei Chelsea ist. Für mich passt er einfach nicht zu Real. Der war einfach Chelsea für mich. Schön gegen Tschech. Chabalala! Das war jetzt sogar auch noch das Tor. Chabalala, ja. Ein Tor hat er gemacht. Chega muito bem o time do Cruzeiro. Edilson no cruzamento pra trás. Que golaço! Que golaço! Que golaço! War das WM-Eröffnungstor? Nee, das stand gerade 2015. Deswegen wundert mich das. Das war, glaube ich, nicht WM. Das Stadion war auch so leer. Boah, Digga, das sah voll krass gemacht aus. Der Tor war gar nicht so heftig, aber der Sprung war so krass. Digga, wie er den genommen hat. Okay, war schon krass. Naja, noch kein CR7-Tor, aber generell von den Top-Spielern. Messi hat ein Tor dabei, Ibra, Alex. An den erinnere ich mich auch, der war in FIFA immer so kacke. 33 Pace oder so gehabt. Noch ein Tor von Messi. Real. Viara damals noch gespielt. Ey, ja, Paulinho. Fand ich gar nicht das Tor. Bei welchem Verein hat der denn da gespielt? Ah, Neymar damals bei Santos war auch andere Welt, Digga. Als die Videos von dem rumgingen, was er in der Liga macht. Gestört. Aber es waren halt auch keine, ich sag mal, keine krassen Gegenspieler, ne? China war das. Ich kenn die Vereine gar nicht. Ben Arthur war auch so geil damals, ne? Ben Arthur war richtig nice, aber der ist einmal zu dem falschen Verein gewechselt. Bei PSG und so. Hätte bei Newcastle bleiben sollen. Tarab war damals auch immer geil, ja. Quaresma ist eh nice. Ja, komm, mit dem Außenriss. Ben Arthur ist sogar vereinslos jetzt. Okay. Boah, die Vorlage, Mann. Das Rashford-Tor auch richtig krass gewesen. Die ganzen Innenverteidiger hier mit den strammen Schüssen. Vignolet. Boah, das Tor von Rooney. Ne, Berbatov. Ich dachte, das wäre das Rooney-Tor. Der Rooney seitfalls hier. Das kommt bestimmt gleich auch noch. Berbatov war auch mal krass, Mann. Alter, was? Ist der Torwart? Ja, es muss doch Platz 1 sein. Das war einfach der Torwart. Maicon war auch so krass. Maicon war einfach Roberto Carlos als Rechtsverteidiger. Ich muss sagen, sowas, klar, das ist krass, aber das war, glaube ich, nach einer Ecke. Guck mal, wie der Torwart zurückgerannt ist. Das finde ich dann nicht so heftig. War natürlich trotzdem nicht einfach, das Tor da zu treffen.
raste mal am heftigsten, wenn der Torwart einfach nur hinterher guckt, gar nicht springt. Krank, wie lange Rose schon spielt, Mann. 2010 war das schon einmal. Peter Crouch, die Legende. Er hat auch Tore gemacht, die nicht mit dem Kopf waren. Das war sein Debüt. Das war auch krass. Guck dir mal, wie viel km hatte der Schuss? Weiß das noch jemand? Das stand überall, wie viel km dieser Schuss hatte. Das war so krass. Ach, auch so gestört, Mann. Der Bale und der Ronaldo-Verrückzieher. Der arme Karius da. Der wurde einfach so hops genommen. In dem ganzen Spiel. Richtig schöner Freistoß. Hätte er den genommen? Doch, der Verrückzieher. Ich habe auch einen Fallrückzieher-Tor in meiner Karriere geschossen. In den 11 Jahren Fußball, das war das geilste Gefühl, Mann. Man hat es gar nicht gerafft, Digga. Man ist einfach, man hat so, ich weiß nicht, ob ihr es fühlt. Vielleicht haben wenn ich vielleicht auch Stürmer oder so gespielt, haben so ein Tor mal gemacht. Man liegt auf dem Boden, hat den Fallrückzieher gemacht, alle jubeln, man checkt, man muss erstmal gucken, ob der Ball im Tor ist. Inter gegen Schalke wie gestern. Honda war auch so geil. Die Freistöße von dem Mann. Schöne Quali. Von 2016, wie kann das so eine Quali haben, Mann? Aber. Das war so krass, Mann. Das war so traurig für Amsterdam, ne? Das war so traurig. Wobei, nee, warte mal. Nee. Das war das, wann ist Amsterdam... 2018 ist Amsterdam noch rausgeflogen, ne? Nach einer 3-0-Führung oder so. Ja, hier sind die weitergekommen. Das war das Jahr davor, glaube ich. Wegen Tottenham. Ach, das war das Spiel danach? Ach stimmt, da hat Lukas da noch das Tor gemacht. Das späte. Der Schmutzige. War sowieso so geil bei Juventus damals. Da ist es. Rooney auch eine andere Legende, Digga. Menu war damals so geil. Nani, Felipe Anderson war auch so ein Talent. Jetzt bei Menu ist Pogba nur noch andere Frisur, jedes Game und schwule Tänze, eigentlich traurig. So krass war er bei Menu halt wirklich noch nie, ne? Schnauze. Alexis Sanchez war auch mal so krass, ne? Auch so verkommen leider. Schön gegen Man City. Wo ist der jetzt? Inter Mailand. Aber spielt nie. Also das war wohl, glaube ich, der weiteste Scorpion-Kick, den es gibt. Ist verletzt? Achso, okay. Kann Matic auch mal gut. Noch ein Messi-Tor. Oh, oh. Junge. Das ist so gestört, wie der auch einfach nicht abpasst. Das ist wirklich, der Fallrückzieher von CR7 muss ja eigentlich drin sein.
Das Ding ist halt CR7, wobei der hat auch bei Real ganz geile Freistoßtore. Aber waren die 2009? Das war auch so geil, Digga. Das habe ich so gefühlt. Ich habe es generell so gefeiert. Weil Spanien immer gegen Deutschland gewonnen hat, habe ich das so gefeiert, wie die Niederlande Spanien zerfickt haben. Hat mich so gefreut. Da hat Tyson also vor. Ich nehme es gespielt hier. Sag ich nichts zu dem Tor? Guarín war auch so geil damals, Mann. Auch bei FIFA richtig geile Karte. Da ist der Ronaldo. Hier. Geisteskranke Sprungkraft, Mann. Das weiß ich auch noch, Digga. Einfach von fucking Giroud. Von dem hätte man sowas niemals erwartet, Mann. Quintero auch anderes Talent damals gewesen, aber inzwischen ist er auch recht alt, glaube ich. Wo ist das von Grafitsch gegen Bayern? Das war doch auch 2009 oder so, oder nicht? War 2008? Ja, der war damals ein Talent, als Torwart von diesem Jahr, ja. Das war auch so geil, Mann. Damals, wobei er noch richtig krass war. Das hier habe ich damals auch geschaut, das war geil. Der Gomez da im Tor. Was hat er mit dem Gegenspieler gemacht, Mann? Das weiß man auch noch, Digga. David Luiz war auch mal so krass, ne? Bei PSG und bei Chelsea. Ja, Mann, das ist schön zu sehen. Das waren so geile Spiele, ne? Damals Gomez noch bei Bayern im Sturm. Die Memes damals von diesem Tor noch auf Facebook, Digga, weil niemand was anderes von uns hat außer Facebook 2012. Company. Das war dieses Jahr? Torres ist sogar auch mit dem Tor dabei. Hab heute oder gestern noch das Tor gesehen von Torres damals bei Chelsea gegen Barcelona in der Champions League, wo er so den Torwart aussteigen lassen hat. Das war auch eine richtig geile Zeit, wo Torres richtig gut war, Mann. Auch schade, dass der so schnell irgendwie schlecht geworden ist, ne? Bei Liverpool einfach so ein Monster, bei Atletico ja damals auch noch und dann bei Chelsea immer mehr abgesagt. Let's go, let's go.